Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer Spezialfolge von Minecraft. Und zwar gibt es ja jetzt das neue Mesh-Up-Paket und da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal mit der Mass Effect-Welt, die es dort gibt, werden wir die jetzt einfach mal zusammen spielen und ich drücke auf Auswählen. Schwierigkeit lasse ich mal auf leicht, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Wir nehmen natürlich das Mass Effect und laden einfach mal die Karte. Ich bin sehr gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Und die Musik ist auch schon episch. Epische Mass Effect Musik, wie geil. Okay, ich glaube, die haben nämlich da die komplette Mass Effect Welt nachgebaut. So hieß es zumindest. Und ich bin mal gespannt, ob das stimmt. Wir haben jetzt natürlich auch die Mass Effect Skins, das sind insgesamt 36 bei dem Mesh-Up-Paket dabei. Und das wird auf jeden Fall geil, Das wird bestimmt geil mit gekochtem Schweinefleisch, aha. Okay, jetzt sind wir hier also in der Mass Effect Welt. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir hier machen müssen. Ach so, das ist eine Tür, ach wie geil. So, was ist das hier? Das ist bestimmt der Crafting Table, oder? Genau. So sieht jetzt also der Stock aus, alles im Mass Effect Design. Ist schon cool, also muss man schon lassen. Was haben wir hier da? So sieht Sandstein aus, eine Werkbank, ein Ofen, Braustand. Okay, haben wir hier zufällig irgendwo eine Kiste oder so? Anscheinend nicht. Das hier ist also der Start. Ach, da hier draußen ist die Kiste, okay. Dort haben wir Eichenholz, eine Holzspitzhacke, vier Kekse, Kaktus, der Kaktus sieht aber komisch aus, und weiße Wolle. Und hier haben wir die Karte, auf die ich jetzt mal kurz gucken werde. Aha. Also ich kenne mich mit den Texturen jetzt nicht wirklich aus, muss ich ja zugeben. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal sicherheitshalber ein Schwert. Man weiß ja nie, wozu man es braucht. Was ist denn jetzt hier das Schwert? Das ist Holzspitzhacke, Holzschaufel. Das ist die Angel. Schere. Ach, wie geil. Die Schere ist eine Säge. Wo war denn das Schwert? Ach, hier. Nee, das ist Rüstung. Wo ist das Schwert? Ich will ein Schwert. Ach, Holzschwert. Okay. Eisenschwert können wir uns noch nicht machen. Dann mache ich mir mal ein Holzschwert. Und legt das gleich mal auf den ersten Slot. Okay, die Holzspitzhacke kommt dorthin. Die Stöcke da. Achso, wir haben immer noch unseren Skin, aber ist ja Wurst. So, ich habe jetzt hier ein Holzschwert. Das heißt, jetzt kann die Party richtig losgehen hier. Wobei ich nicht weiß, wo ich jetzt genau hinlaufen soll. Ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Und ich habe keinen Ton, das natürlich super ist. Weil die Kopfhörer mal wieder nicht funktionieren. Okay, was ist das hier? Das sieht aus wie eine Solaranlage. Alter, guck dir mal den Turm da hinten an. Den werden wir uns natürlich auch noch angucken. Ist schon cool gemacht hier, so eine Solaranlage. Ich hoffe, es spawnen jetzt nicht gleich noch Monster oder so. Denn das wäre jetzt mega uncool, wäre das. So, gucken wir mal hier oben. Alter Schwede. Also da haben sie nicht untertrieben, muss ich sagen. Gut, die Texturen sind zwar pixelig, aber das gehört ja zu Minecraft dazu. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gedacht ist, dass man Mass Effect nachspielt oder ob das einfach nur so eine Karte Nachbildung ist, wo man halt seine Sachen später noch bauen kann. Das weiß ich natürlich nicht. Kann man hier irgendwas aufmachen? Was passiert da? Gar nichts, okay. Kann ich den Hebel da oben? Ist das ein Hebel? Ich glaube, das ist ein Hebel, oder? Ja, das ist ein Hebel. Na, jetzt. Da ist jetzt nichts passiert. Und es passiert immer noch nichts. Fantastisch. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, unsere Reise führt uns zu diesem Turm da hinten, zu diesem Megator. So, was haben wir denn hier? Hier sind lauter solche Dinger. Ich weiß nicht, was soll das darstellen? Kann mir das jemand erklären? Was stellt das dar? Ich weiß es nicht.
Das hier sieht aus wie so ein Mondgefährt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die bei Mass Effect heißen in dem Spiel. Ich habe Mass Effect, ich gebe es zu, ich habe es noch nicht gespielt. Ach so, ich verstehe. Ja, die Knöpfe, die haben rein gar keine Bedeutung, die sind nur optisch da. Habe verstanden. Drüben sind noch mehr von diesen Buggies. Und das ist wahrscheinlich hier extra so gedacht, dass man da nicht hochläuft. Dann schaue ich mal, was haben wir dort. Ja, jetzt, ja, ich will kein Radio hören, das möchte ich jetzt, weiß Gott nicht. Alter, geht das hier tief runter? Da unten ist ein Enderman. Was macht ein Enderman hier bei der Mass Effect Welt? Das ist ja unglaublich. Okay, ich hoffe, wir schaffen es. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, die ganze Karte in einer Folge anzugucken. Ich glaube dort aber noch nicht so dran. Die Frage ist, wollen wir das Let's Play, also das Let's Play läuft ja nebenbei noch, wollen wir das Let's Play mit diesen Texturen spielen oder wollen wir mit den normalen Texturen spielen und warten, bis richtige Texturenpakete rauskommen? Ich weiß nicht, was ich mit der Holzspitzhacke soll. Ich weiß nicht mal, was Stein ist. Ich glaube, das ist kein Stein. Scheiße, was ist hier Stein? Ist das vielleicht... Nee, das... Was ist das? Ich will wissen, was das ist. Neverrack. Ah, okay. Wieso besteht das hier alles aus Neverrack? Muss ich nicht verstehen. Okay, wir begeben uns jetzt hier in die Eingangshalle des großen Turmes, so wie es aussieht. Ist schon geil. Dann gehen wir mal hier rein und gucken uns mal ein bisschen um. Aber ist schon krass. Schon krass, was man mit Texturen alles machen kann. Und ich muss die Kopfhörer jetzt mal ausmachen. Moment. Und ich höre wahrscheinlich immer noch Radio. Nein, ich höre gar nichts. Okay, ist auch egal. Moment, ein bisschen lauter. Vielleicht kommt da irgendwann der Minecraft-Ton wieder. Aber es ist schon krass, was die hier so gemacht haben. Die Frage ist, komme ich da jetzt irgendwie hoch? Ich sehe hier, glaube ich, nicht, dass ich hier irgendwie nach oben komme. Hier geht's auch nirgendwo hoch. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt zu diesem Turm? Also ich möchte jetzt wirklich diesen Turm erkunden. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, bleibt es hier immer hell oder wird es auch mal Nacht? Das würde mich ja auch mal interessieren. Okay, da komme ich auch nicht durch. Komme ich da hinten irgendwie hoch? Nee, komme ich nicht. Scheiße! Mann! Aber hier runterspringen ist natürlich... Nee, das kann ich auch nicht machen. Wo soll ich denn jetzt hin? Da ist eine Leiter, da geht's hoch. Habe ich gerade Hunger zufällig? Nee. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich laufe mal hier hoch. Vielleicht ist da oben ja irgendein Hinweis, aber ich glaube da nicht so richtig dran. Hier kommen wir bloß wieder zu unserem Gebäude. Habe ich vielleicht noch irgendwas übersehen? Sah das vorher auch schon so aus, oder? Okay, jetzt sind wir wieder bei unserem Gebäude. Das ist ja alles schön und gut, aber... ja. Die Frage ist, wie komme ich jetzt zu diesem Turm? Was ist das hier? Gar nichts, okay. Dann schaue ich eben mal hier mich um. Wir können ja hier alles frei erkunden. Ich habe das aber auf leicht eingestellt, aber es sind noch keine Gegner zu sehen. Das würde mich ja interessieren. Aber ich glaube, die haben die gleichen Skins behalten. Die Gegner, die sehen jetzt, glaube ich, nicht so aus wie die Gegner von Mass Effect oder so. Glaube ich. Und jetzt bekomme ich langsam Hunger. Das ist ja schön. Und da hinten wachsen sogar Bäume. Da haben wir Wasser.
Da ist aber sonst nichts weiter. Mann! Ist das ein Dschungelbiom? Das macht ein Dschungelbiom auf dem Mars, also bitte. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Nein! Aua! Okay, ich stopfe mal schnell einen Keks rein. Oder auch alle Kekse. Und ich bin immer noch nicht satt. Na, das ist ja super. Da oben, das könnte Kohle eventuell sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte sein. Schauen wir uns das einfach mal an. Moment, ich nehme mal diese... Okay, das lässt sich auf jeden Fall... Ach! Was ist das? Pflasterstein, okay. Hat sich gelohnt. Ja, wie komme ich jetzt hier in diesen geilen Turm? Da hinten kommen wir ja nicht durch, haben wir ja festgestellt. Aber mehr ist hier ja auch nicht zum Erkunden, außer hier die paar Sachen. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne in den Turm. Ich will in den Turm! Jetzt habe ich ein geiles Schwert. Es wird Nacht, Monster kommen gleich. Ach, hier. Oder? Nee. Doch nicht. Scheiße. Bloß nicht da runterfallen, das wäre jetzt mega uncool. Okay, jetzt laufe ich hier mal außen rum. Vielleicht finde ich ja dort noch was, aber wahrscheinlich nicht. Dort hinten haben wir wieder ein Dschungelbiom. Okay, hier ist eine Wand. Das ist schön. Und es war nachts auf dem Mars. Alter, willst du mich jetzt... Hallo? Mann! Toll, jetzt bin ich einmal sinnlos um diese Wand drum rumgelaufen. Das ist ja auch super. Na, da könnte ich wieder... Okay, geht's jetzt hier irgendwo vielleicht mal runter? Da unten ist ein Skelett. In dem Turm ist doch hundertprozentig was. Ich sterbe, wenn ich hier runterfalle. Na super. Verdammt, Alter. Aua. Ja, ich glaube, das bringt mir gar nichts. Scheiße. Au. Ja, super. Jetzt bin ich gleich unten und tot. Und hab nichts damit erreicht. Wenn ich jetzt nochmal runterspringe, bin ich wahrscheinlich tot. Nein, ein Herz, alter Schwede. Aber ich kann mich nicht heilen, scheiße. Alter, wenn mich jetzt einer trifft, bin ich am Arsch. Hilf. Nein. Hau ab. Schnell, schnell, muss hier weg. Muss fliehen. Ich muss fliehen. Hau ab, Spinne, lass mich bloß in Ruhe. Nein, ich komm... Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Nein! Ja, wieder erscheinen. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin wieder bei meinem Haus, oder? Jawohl, ich bin wieder bei meinem Haus. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wo wir dann versuchen werden, endlich den Turm zu erklimmen. Und bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss!